So, und jetzt der Praxisbeweis. Also ich habe hier mein Relais. Und daneben habe ich eine Glimmlampe, die zeigt erst Spannungen, also sie zündet erst ab ungefähr 80 Volt. Ihr könnt hier am Anker des Relais sehen, dass ich ausmache. Wenn ich anmache, passiert gar nichts. Und siehst du, beim Ausmachen ist diese hohe Spannung hier zu sehen. Das sieht man nicht immer, weil das eine sehr kurze Zeitspanne ist und eventuell die 25 oder 50 Frames, also die Anzahl der Bilder, hier gerade eine Pause erwischt. Achtung, jetzt ging es nicht. Ich mache mal kurz hintereinander, dann ist die Chance höher. Na, jetzt. Also, ich glaube, das reicht. Gut, das war die eine Sache. Das heißt, ein Magnetfeld, was ich hier drin entwickelt hatte, dieses Magnetfeld, ja, wenn das zusammenbricht, dann setzt es seine Energie wieder um. Das ist also auch eine Art Speicher, eine Spule. Na denn, gucken wir uns noch die andere Sache an. Dazu mache ich ein anderes Video, einen anderen Schaltungsaufbau. Der würde sich jetzt hiermit nicht vertragen, weil die anderen Lampen zu hell sind. Dann sieht man hier dieses Glimmlämpchen nicht mehr. So, bis später.